Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Episode Part von Harvest Moon 64. Ja, jetzt ist schon die 71. Folge. Die 70. Folge hatten wir gestern. Ich musste ja gestern das nochmal vorziehen. Harvest Moon ist ja quasi auf das Wochenende quasi gelegt auf einen Tag. Ich bin aber noch am überlegen, ob ich das nicht doch wieder auf den normalen, üblichen Alltag setze. Schon allein, weil es einfach besser laufen würde, würde ich mal sagen. Ich werde auch mal gucken, dass ich jetzt hier am Wochenende, wo ich Zelda nicht spiele, dass ich nochmal nachschaue, was ich machen muss, denn es kommt auch mir ein bisschen komisch rüber, für mich selber auch, meine ich, dass quasi ich das nicht hinkriege. Entschuldigung, jetzt habe ich die Blume eingesteckt. So, schmeißen wir die Blume einfach aus. So. Ja, auf jeden Fall, was haben wir das letzte gemacht? Letzte Mal... Entschuldigung, nochmal eingesteckt. Also, nochmal zu dem üblichen Ablauf. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben das letzte Mal eigentlich hier nur ein bisschen gepflanzt. Ja, dann hat's nichts Besonderes gegeben. Wir haben noch unsere Tür. Der Bürgermeister hat uns irgendetwas über einen Test gesagt. Es könnte auch sein, dass das heute gemeint ist. Doch, bevor wir, wenn es ein Fest natürlich heute geben sollte, werden wir erstmal hier die Tomaten gießen. Die müssen ja in den Sommer sprießen, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Es ist der 21. Sommertag, 22, 23, ja, es ist also nicht mehr lange hin bis zu 30. Und dann beginnt ja schon der Herbst. Also, wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Das ist das zweite Jahr hier schon von Harvest Moon. Auf unserem neuen, schönen Bauernhof. Und, warum gieße ich an derselben Stelle? Ich bin heute wohl nicht ganz da. Nicht ganz im Spiel einkreiert. Das nächste Mal schweiße ich mich gleich ein. Ja, also. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Fest wirklich stimmt. Es kann auch sein, dass ich mich da vertan habe, denn das hieße an dem Tag, aber es war ja nichts los. Es kann natürlich auch auf bestimmten Uhrzeiten kommen. Falls jetzt die Kommentare natürlich jetzt kommen, achte doch mal auf die Uhrzeit. Danke. Die steht natürlich auch hier. Wir haben 12 Uhr mittags. Natürlich gibt es natürlich auch Feste, die halt auch andere Uhrzeiten haben. Und die kann man aber nicht so leicht rausfinden, weil sie die Uhrzeiten oft nicht ganz erwähnen. Nicht immer. Und wenn sie nicht erwähnen und das doch eine andere Uhrzeit hat, dann ist das natürlich problematisch, dass man quasi den ganzen Tag da rum in den Dorf rumgammeln muss, während man quasi sich an andere Sachen widmen kann. Beispielsweise den Hof vergrößern, Möglichkeiten, neue Tiere, sich um neue Tiere zu kümmern. Ich meine, wir haben jetzt 3 Kühe, wir haben aber kein Schaf mehr. Ja. Und die beiden Küken, oder wenn das nur einer gewesen ist, die sind ja auch nicht mehr. Von daher, ich weiß auch nicht, was ich für eine magische Kraft jetzt eingesetzt habe, dass die Kühe sich so wohlfühlen, dass ich quasi, wie soll man sagen, die Kühe so glücklich mache. Ja. Positiv zu sehen, solange sie glücklich sind, sind sie gesund. Ey, du hast mir was von einem Fest gesagt. Nein, 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 nein. Wenn es eine bestimmte Uhrzeit hätte, hatte, dann hätte es das sagen sollen, es sei denn, ich habe es so gespült. Ah, da läuft jemand mit der Gießkanne. Warte, ich kann dir helfen. So gießen wir hier diese komischen Wege, die überhaupt nichts bringen. Was sollen da wachsen? Neue Wege? Toll. Aber die steht auch nicht jedes Mal da, oder? Ist mir noch nie aufgefallen. So, der Postbote ist wieder fleißig. Welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch. Heute müssen wir mal... Heute gucken wir nochmal wegen Futter holen. Wir brauchen ja auch Futter, so für die Tiere. Geschlossen von 8 bis 5. Ja, aber am Donnerstag ist doch zu, oder? Oder habe ich mich jetzt da geirrt? Ist auch viel zu spät. Wir haben ja noch nicht mal irgendwelche Sachen für den einen Typen da. Wir müssen auch gucken, dass wir nicht jetzt im Minus wieder raten. Wir sind dabei, quasi wieder runterzufallen von den ganzen. So, erstmal das schöne Frühstück wieder an den nächsten Tag. Und weiter geht's. Mein Hund wird euch noch zur Begrüßung ein Tänzchen vorführen. Los! Ja, der denkt sich auch nur. Warum soll ich... Aha, okay. Das möchte ich jetzt nicht gesehen haben.
Das war kein Tanz. Und neue Tomaten sind gesprossen. Das ist doch super. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Damit, die werden wir jetzt verkaufen. Was ich auch mal gehört habe, es kann auch sein, dass ich mich dabei irre, ist, dass möglicherweise mit den Früchten auch gekocht werden kann. Die Bestehung, der Name kann. Ist das so oder ist es nicht so? Habt ihr vielleicht Ahnung von dem Spiel oder nicht? Ich selber werde es auf jeden Fall mal durchblättern, beziehungsweise ich mal schauen, ob es das wirklich stimmt. Und im Großen und Ganzen sollte es stimmen, wüsste ich nicht, wofür das jetzt gut sein soll. Denn man isst eh nur am Frühstück das eine und dann ist dann quasi der Tag gelaufen. Der Typ scheint nicht mal durstig zu sein bei der Hitze. Wer weiß, wie warm es da ist. Hoffentlich hat er nicht so ein warmes Klima wie wir hier. Da kann man ja manchmal schon umfallen vor der Hitze. Aber mir ist das echt jetzt noch nie aufgefallen. Der trinkt ja im Grunde fast gar nichts. Wir können zwar Trinken holen, aber wenn er was trinkt, das ist ja kaum was. Also normalerweise sollte man ja eigentlich ein bisschen mehr trinken, als wie der hier. Vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat mal ein Glas Wasser und das war's dann schon. Das ist schon... Hier kommen wir wieder zu der berüchtigten Game-Logik. Ja, Game-Logik, total. Spiele müssen nicht logisch sein, die müssen Spaß machen. Wäre auch blöder, wenn wir uns jedes Mal irgendwo hinsetzen, damit wir uns ein Glas Wasser holen. Ja, und Hunger scheint der Typ ja auch nie zu haben, wenn man sich überlegt, er pflanzt sich Pflanzen und verkauft sie. Also sollte das wirklich stimmen, so werde ich das mal nachprüfen. Pflanzen wir hier nochmal ein bisschen an, sonst kommen wir ja auch keinen Schritt weiter. Irgendwann gibt es keine Tomaten mehr, sie können nicht ewig wachsen. Das ist ja das Problem, Tomaten wachsen ja nicht ewig. So, erstmal streuen. Also sind wir jetzt hier. Und einmal hier. Wunderbar. Und dort werden wir jetzt nochmal ein bisschen reingießen. Haben wir die Tiere? Habe ich die Tiere jetzt schon? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt habe ich das mit der Gießkanne verwechselt. Mich wundert es eigentlich, er hat hier einen grünen Beutel in der Tasche. Aber er streut mit einem weißen Beutel. Aber das gleiche Prinzip. Ich habe hier eine, man könnte sagen, goldene Gießkanne. Und er gießt mit einer grünen. Der gießt nicht mal richtig. Hallo? Die Flecken müssen normalerweise dunkel werden. Stimmt, wir wollten ja auch noch die Sense irgendwie hinkriegen. Schauen wir uns mal hier um, ob hier Unkraut ist und setzen den Schlag ein. Vielleicht kriegen wir mal eine goldene Sense. Ich weiß zwar nicht, wofür diese verdammten goldenen Dinger gut sind und ich habe die letzte Blume zerstört. Oh Mann. So ein Mist. Was bin ich auch für einer? Jetzt mit dem Säbel meine Blumen kaputt. Toll. Bin ja ein richtiger Blumenfreund. Brauch mal kurz den Hammer, denn ich wollte hier etwas gerade machen. Moment. Ja, geht damit. Auch der Hammer, Gold. Aber er ist nicht Gold. Auch etwas eigenartig. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier nicht will oder ob der Boden nass genug ist. Es kann sein, dass der Boden auch nass genug ist. Das ist auch gut möglich. Denn nasser Boden ist gut für Samen zum Wachsen. Na, komm schon. So. Haben wir die Tiere jetzt eigentlich schon gefüttert für den heutigen Tag? Oh, 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 ihr armen Kühe. Ihr armen Kühe. Hätte ich euch doch wieder fast vergessen. Macht doch nichts, oder? Hallo Milka. Mimi und Lynn. Wie ich damals auf die Namen gekommen bin. Also Milka habe ich einfach nur so einfach Prinzip gesagt. Mir fiel in dem Moment auch nichts anderes ein.
Wer, du machst wieder deinen beliebten Tänzchen hier auf meinem schönen Boden. Komisch, der Hund steht immer auf derselben Stelle. Warum gräbt er denn bitte schön in meinem Haus rum? Ey, mach mir hier keine Löcher, Junge. So, was haben wir denn hier alles eigentlich in dieser Truhe? Die Angel, ja. Da müsste ich auch mal gucken, ob ich irgendwie einen Weg finde, die Angel auch mal zunutze zu setzen. Ich meine, wir haben die gekauft, oder? Doch. Jetzt steht schon wieder irgendwas ein. Wer, du lügst mich wieder an, Junge. Dann werde ich sauer. Ah nein, es geht natürlich um einen Schwimmwettbewerb. Ein Seefestival am Strand für den nächsten Tag. Gut, ich glaube, da kommen wir aber in diesem Part nicht mehr dazu. Das werden wir in dem nächsten Mal dann sehen. Dann werden wir gucken. Diesmal weiß ich ja, wie das mit dem Schwimmen geht. Und das Ganze drumherum. Wir pflücken jetzt erstmal hier die Tomaten. Nach dem Pflücken der Tomaten, wenn kein Platz mehr ist, gehen wir zu den Tieren und den Rest machen wir das nächste Mal. Ja, auf jeden Fall. Nimmst du wohl die Tomaten und steckst sie in deiner Tasche rein? Wir brauchen Kohle. Wovon willst du leben? So, ja, auf jeden Fall, werde ich mal gucken, dass ich vielleicht Harvest Moon wieder anders setze. Es kann sein, wenn ich bei Zelda nicht weiterkomme, kann es passieren, dass Harvest Moon wieder vorgelegt wird. Jetzt werden sich einige denken, warum muss es unbedingt gerade Harvest Moon sein? Es liegt einfach daran, Harvest Moon ist ein so gut aufgebautes Spiel, dass man quasi, man kann sagen, damit ist es eigentlich perfekt, fast ein Let's Play zu machen. Es hat Ähnlichkeiten von der Spielweise, jetzt nicht das Spiel selbst, von der Spielweise und das Let's Playen selbst wie Minecraft. So sehe ich das. Also es hat schon so ein bisschen den Drang quasi in diesem Spiel, weil man hier nicht viel machen muss und nur bauen muss quasi. In Minecraft baut man eine Welt, hier baut man quasi seinen Bauernhof. Und im Großen und Ganzen ist das ähnlich aufgebaut. Ja. Und deswegen ist es halt für mich zurzeit halt so, dass ich gerne Harvest Moon spiele. Ich habe auch richtig Gefallen da gefunden. Ich weiß nicht, wie es andere sehen. Viele haben ja damals quasi auch mich damit verfolgt, mit Harvest Moon und sowas und so weiter. Da habe ich auch weitergemacht und es kam ja auch ziemlich gut an. Und ja, ich denke mal, das werde ich alles das nächste Mal auf jeden Fall nochmal reinbringen in ein Thema. Ja, ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.